Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Und heute machen wir das weiter, was ich so gestern ansatzweise angefangen habe. Und zwar auf die Abwrackprämie für dieses Wochenende zu arbeiten. Mann! So. Da wir den T49 gestern schon ganz gut gesehen haben, fahre ich den jetzt zuerst nicht. Jedoch ist der jetzt Full Upgrade, also ich habe jetzt alles ausgebaut, das habe ich gestern noch im Stream gemacht. Bedanke mich auch nochmal bei allen mit Viewern, keine Ahnung, bei den Leuten, die da waren. Immer wieder Spaß zum, ja, geil, Geräusche draußen. Ich hasse Geräusche draußen. Immer wieder ganz nett zu zocken. So, da haben wir noch den M4, der ist da ebenfalls drin. Aber den will ich jetzt auch mal fahren. Ich fahre den aber mit der längeren, also mit der langen, weil ich den einfach mal ausprobieren will. Ja, Evo wurde ja genervt. Und daher, joa, wollte ich jetzt eigentlich mal testen, ob es mit der anderen nicht auch vielleicht sogar inzwischen besser geht. Oder wie es halt überhaupt geht. Und ja, der Panzer, also der M4 hier, ist bei der Abwrackprämie ebenfalls drin. Und ja, da sehen wir oben schon ein BDR. Den Gegnern ebenfalls ein BDR und ein M4. Ja, wird sicher funny. Also ich habe die dann, glaube ich, in der Beta damals auf einem anderen Platz aufgenommen. Kann das sein? Bin mir nicht mehr sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich meine auf dem anderen Sherman. Ich bin mir nicht sicher. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass es gut wird. Was haben wir wohl für Durchschlagskraft? 128, das sollte vollkommen ausreichen. Was hat der KV? 75, 100, ja, sollte gehen. Ja. ETF. Er hat noch nicht geschossen, der KV-1. Respekt an dich. Er hat zwar kein DMG bekommen, aber ja. Ja, da ist der nächste, der angeschossen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt richtig stehe, weil ich bin ja eigentlich kein Heavy. Naja, ja, es sieht so aus, ist. Nee, fall zurück. Warte mal auf den Striker da hinten. Naja. Ja, beim B1 bin ich noch nicht weitergekommen, den habe ich irgendwie gestern nicht gekauft. Ich glaube aus Geldgründen. Alter! Ja, heute ist der Bonus. Ja, aus Geldgründen habe ich den, glaube ich, nicht gekauft. Und dann letztendlich habe ich zwar jetzt genug, aber habe es trotzdem noch nicht gemacht. Meine Herren, also es ist ja echt schlimm. So eine Baustelle so. Also was heißt nicht direkt vor meiner Haustür, aber so ein Stück dahinter, sagen wir so. Aber samstags arbeiten die, glaube ich, nicht. Bin mir sicher. Nice. Ist mal fett verschossen. Leute, hat ihr sowas wie eine HE-Wumme? Na, gefällt die Wumme. Mehr so eine, ja, schnelle Wumme, keine AE-Wumme, klar. Ja, der BDR, der hat ja eine, der nicht Hammerwumme. Muss man da echt mal sagen. Oh, jetzt kommt ein Netz von hinten, da muss ich drauf gucken.
Gun Depression kann ich hier natürlich perfekt ausnutzen. Was? Ja, das war jetzt etwas unbedacht vorgefahren. Ah, irgendwie habe ich erwartet, dass der dabei stirbt. So, jetzt haben wir schon 3 Kills von 20. Also es geht doch echt schnell mit der Wumme. Ist natürlich, glaube ich, auch besser mit der Wumme als mit der AE-Wumme, da man halt ja mehr keißen kann. Theoretisch. Also Killstil. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, wie wäre das mit der Haibung mit dem Tier gewesen? Das wäre sicher auch schnieke gewesen. Aber die gefällt mir eigentlich schon, also kann man sich auch gut auf Distanz spielen. Das ist doch, glaube ich, was Feines. Ah, der hätte jetzt Schuss auf die Schuppe, der war schon echt unglücklich. Oh ne, es ist jetzt nicht wahr. Der verkackte Driver. Ich wusste, dass der Schuss jetzt kam, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der sofort mein Fahrer killt. Aber beides auch Eventpanzer, könnte man so sagen. Ah, schade. Naja, 4 Kills in einer Runde. 5 Runden eventuell. 5 halbwegs gute Runden. Dann hat man das Ganze schon. Mit einem Panzer. 1200 Damage. Würde ich sagen, ist ja ganz gut. 3700 XP. Ach ja, ich dachte schon, what? Verdreifacht. Ah, da muss ich, glaube ich, heute wieder alle Tanks fahren. Und oh mein Gott! Kann ja lustig werden, wenn ich nachher noch das andere Videos aufnehmen. Oh, es gibt solche Tage. Andauernd irgendwie wird. Tut mir leid. Tut mir leid. Kann ich nichts ändern. Naja, 200, also 190 Free XP fast. Das lohnt sich also echt, wenn man die dann schreibt. Schreibt ja. Wenn man die dann fährt. So, ich könnte mir jetzt einmal den B1 kaufen. Ich muss mir leider einen B1 noch kaufen. Weil ich den noch nicht erforscht habe. Und die 14.000 auch nicht aufs Free XP nehmen will, weil, um ehrlich zu sein, halt, wir haben, ach, da sind die Pflanzen. Wir haben, mal 3 Events, das heißt, wenn ich jetzt eine halbwegs gute Runde hinlege, ich habe gar nichts frei, dann habe ich da ja schon einiges. Ich glaube, ich lade hier aber Premium jetzt rein. 25 Durchschlag. Ja, ich lade da Premium ein. Ich weiß nicht, wie das schnell danach lädt. Nee, weil dann habe ich wenigstens eine geringe Chance, überhaupt was zu machen. Und das kostet ja auch nicht ganz so viel. Nee, weil das erste Match muss jetzt gut laufen, damit ich möglichst viel XP sammeln kann. Damit ich dann, ja, sofort möglichst viel erforschen kann. Und irgendwo ist noch mein Tarnnetz, meine Apparaturskiste drauf. Ich frag mich gerade wo. TF. Scroll doch mal. Ah, ist wahrscheinlich auch mit 7. Jo. Aber nicht, was mich jetzt nervt, der Panzer ist jetzt hier statt hier unten. Das verwirrt mich. So, weil da haben wir nämlich auch noch ein bisschen schneller reparieren. Und ich würde sagen, wir starten mal gleich rein. Sieht auf jeden Fall relativ lahm und krüppelig aus. Gucken, wer ist. Ich hab den noch nie gefahren. Noch nie. Also, nie. Niemals. Nie. Sieht aber soweit ganz gut aus. Also der Gegner B1. Okay, der hat 5000 Gefechte. Eventuell mehr Erfahrung als ich mit dem Teil. Oder höchstwahrscheinlich. Aber wir haben einige ganz gute, ja. B2
Bin gespannt, wie schnell. Es sieht ja auf jeden Fall ganz cool aus. Schade, dass man die dicke Kanone hier unten nicht benutzen kann, weil die sieht da echt heftig aus. Aber das würde ja Multi-Turret sein, also mehrere Türme. Und das soll wohl ja sogar noch kommen. Obwohl das, glaube ich, meines Wissens nach zurzeit nicht ganz so hohe Priorität hat. Ja, wir merken schon, das ist mega lahmes Teil. Gibt es noch einen zweiten B2? Nee. Ich weiß nämlich nicht, die Panzerungswerte, ich habe nicht drauf geachtet. Und, ja, naja, mal gucken. Echt klar. So, was haben wir denn an Werten? 46 Durchschlag, 50 Damage im Tier 4. Boah, der Durchschlag ist gut, der Damage ist halt la la la, so. Und die Genauigkeit ist auch so la la la. Gott, ich habe den Motor geschrottet. Der wurde auf einmal so lahm. Den Verbündeten jetzt gerade Damage gemacht? Glaube nicht, oder? Ich glaube, das war doch so ein Kettentreffer. Bin mir aber nicht sicher. Ach, Häuser. Ja, Hauptsache, wir oder ich bekomme jetzt gut XP. Ist mir eigentlich egal, wenn wir das jetzt auch verlieren, ist auch nicht so schlimm. Habe ich wenigstens schon mal genug XP für die nächste Kanone oder so. Turm 60 Wanne. Ups, da komme ich gar nicht durch. Geil. Wir haben noch eine Chance. Ist aber lustig, der Panzer. Mal kurz einen Screenshot machen. Und cool. Ja, er hat einfach eine bessere Wumme. Da habe ich keine Chance. Ja, da komme ich dann natürlich nicht durch, seitlich. Bei einem Panzer, der glaube ich fast null existierende Panzerung hat. Schade, also vielleicht mit 79% Siegrate zu verlieren ist schon scheiße. Aber naja, wenn wir hier den Sechser, Vierer hier im Top-Tier hinten stehen haben, das ist einfach. Da kann man dann nicht viel erwarten. Aber naja, das ist ja Gang und Gäbe auf der Map. Obwohl, wir können das sogar noch gewinnen, wenn die. So. Ja, die so hat halt eine übelst starke Wumme. Und. Sieht man da ja auch. Kann da auf den rechts da schießen. Rechts. Ja. Fail. Endlich so lange? Der ist geschossen. Ja, fail. Ja, da ist, glaube ich, alles. Komm mal hinweg. Nice, nice, nice.
Ja, unser Matilda ist nicht ganz so schlecht. Trotz nur Gefechten. So, Full Upgrade, klar, Matilda ist auch ziemlich stark. Man weiß wenigstens. Anscheinend, oder es wirkt auf mich, als würde sie wissen, wenigstens halbwegs wissen, wie. Ich guck, kippen ist hier besser. Damit das etwas schneller geht. Ich will nämlich meinen Panzer wieder haben. Ja. Der hätte ich ja auch Angst, durchzufahren. Der sinkt ja fast ein. Sieht aber funny aus. So sehen wahrscheinlich, oder so, dass er nicht zu sehen sind. So wirken irgendwie auf mich auch die neuen kommenden Deutschen. Die sind ja auch ähnlich, glaube ich, gebaut. Auf jeden Fall haben wir ja keine Panzer wahrscheinlich. Oder nicht viel. Aber die Kanone, das wird heftig. Vor mir am Testservice, muss ich sagen. Ich hoffe doch, der kommt in der nächsten Zeit. Aber ich glaube, das ist nicht so. Aber wahrscheinlich auf jeden Fall noch vor Release von WWP. Wahrscheinlich viel, ja. Ich hoffe, es kommt nur diesen, obwohl diesen Monat, der ist nicht unwahrscheinlich. Ich hoffe, es kommt in den nächsten 15 Tagen. Das finde ich cool. Weil ich meine 8.9, boah. Könnte man noch eventuell jetzt schon. Ja. Links und. Na, FK. Na, ja, muss die Matilda sich jetzt aber beeilen. Mein Gott. Ich dachte schon, der rammt den jetzt richtig. Ja, der schnappt sich den. Ja, das war klar. Die Leute haben da noch nicht so das Gefühl, sag ich mal so, dafür. Dass man den Leuten, anderen Leuten das eventuell überlassen sollte, könnte. Ja, jetzt haben wir schon mal 1600 XP. Ich werde das Teil wahrscheinlich großteils austechnen, weil 15.000 XP ist einfach nicht wenig zu fahren. Das passt auch noch 300 XP, ja, passt nicht mehr. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Gewicht frei, und zwar 10 Tonnen. Geil. 55. Oh, die haben auch auf jeden Fall einiges mehr an Durchschlag. Ich würde sagen, komm, wir gehen auch nochmal rein. Weiß nicht, wie lange das jetzt schon läuft. Wahrscheinlich schon viel zu lang. Schon wieder Überlänge oder sowas, aber naja. Heute müsste ich aber eigentlich drauf gucken, weil ich noch die Infos machen muss. Und auch noch das Special View für WWP. Und das wird einiges in Arbeit sein. Aber naja, das werde ich schon packen. Nice. Wir haben die Map Bergpass im Encounter-Modus. Oder Begegnungsgefechtsmodus. Freue mich drüber. Die hatte ich. Ich war ja echt verblüfft, als ich die als Replay gesehen habe, weil ich die. Ich hatte den Modus selber schon seit einiger Zeit aus und dachte ich so, what? Habe ich irgendwas verpasst? Wie lange ist die jetzt schon drin? Und ja.
An sich war sie wohl nicht. Ist sie wohl mit 8.8 wohl reingekommen oder so, hab ich mir sagen lassen. Aber ich wusste das nicht, weil ich das Teil, oder die Modi auch am Test hier aus hatte. Das war schon etwas crazy. Naja, mal gucken, wie der Modus ist. Selber gespielt habe ich ihn ja noch nicht. Ketten sehen ja auch etwas starr aus. Etwas sehr starr. Shit. Ja, dafür sind wir zu lahm. Aber wenn er gleich eventuell über die Brücke düst. Ja, Tier 5er. Schade. Oh shit. Nice. Lasst mich da allein hinfahren. Das hat mega Sinn. Gerade weil ich von euch der Schnellste bin. Gott, hat sich gereimt. Ich bin voller Reimer. Was ist da oben? Kann von der Brücke aus cappen. Auch ein bisschen assi. Gerade weil die sehen einen, ich meine. Ja. Es fuhr ja keiner, wäre ich nicht gefahren, wäre wieder niemand gefahren. Naja. Wird wahrscheinlich niemals Spaßpanzer werden. Weil er einfach zu lahm ist. Aber naja. Ich würde sagen, soweit so gut. Weil hier jetzt drin zu chillen, da hat der keinen Sinn mehr, bringt ja nichts mehr. Und. Obwohl doch, ja komm, warte mal. Ja. Gewinn das ja sowieso. Hoffentlich habe ich dann einiges an Spotting Damage. Na, ja, die sind halt echt alle nicht losgefahren. So, da hinten ist noch ein. Ja, der PZ4 hier ist auch ziemlich, wie soll man sagen, unangenehm. Fuck. Fuck. Fuck! Ich hab die Scheiße mit Gold aufgefüllt. Oh, dein Ernst? Scheiße. Fuck. Fuck. Scheiß. B1. Wie viel Gold habe ich jetzt verloren? 40. 81. Ne, warte, hä? 15 und 81. Alter! Scheiß Teil! Ich bin froh, dass ich nachher noch 7 Tage Premium eventuell kriege. Sonst, ja, wär ganz schlecht. Mann! Fuck! Scheiße! Drauf geachtet, stimmt. Nicht gut. Naja, soweit so gut. Trotz dieses Fails beende ich jetzt dieses Let's Play und bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.